Und im Hintergrund sieht man jetzt die Spitze des dritten Fingers, Athos, mit dem gleichnamigen Berg. Langsam. So, erstmal haben wir scharfe Vorfahrt. Vorsicht, hier kommen noch mehr. Ah, der kommt hier rüber. So, erstmal haben wir scharfe Vorfahrt. So, erstmal haben wir scharfe Vorfahrt. Ui, siehst du? Ortschaft. Und jetzt werden wir ja erstmal ganz traditionell in so einer alten, gemütlichen Taverne griechisch speisen. Kalobigri oder so ähnlich. Immer da einkaufen, wo einem das aus der Heimat vertraut ist. Na, Moped haben wir auch.
schon ordentlich was los. Also ich glaube, der scheint echt bekannt zu sein. Ja, aber ist auch wirklich schön hier. Also schön zerklüftet, felsig, zwischendurch immer mal wieder so kleinere, aber wirklich kleine Buchten, kleine Sandstrände. Toll hier. Also wir sind jetzt hier noch mal so ein paar hundert Meter neben dem eigentlichen Orange Beach. So ein bisschen oberhalb der Felsen, also lang gekraxelt, kann man schon sagen. Und hier haben wir dann auch noch mal so kleinere Buchten gefunden und hier ist es wirklich wieder menschenleer. Beziehungsweise ein, zwei Personen liegen hier vielleicht. Ich gucke noch mal, dass ich die Koordinaten unten in die Videobeschreibung kriege, ebenso alle anderen wichtigen Informationen, die euch vielleicht interessieren könnten. Ansonsten einfach anmailen oder in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Locations oder sonst irgendwelche Sachen, die ich euch eventuell sagen kann. Ich zeige euch erstmal ein paar Bilder. Ziemlich heiß schon, also ohne Sonnenschirm oder sonst irgendwie sich da vor der Sonne zu schützen, da hinten ist eigentlich schon eine Katastrophe. Also man braucht auf jeden Fall irgendwie am besten einen Sonnenschirm und am besten früh morgens auch da hinten. Früh morgens meine ich also wirklich früh. Wir waren gegen 10 Uhr da und selbst da war schon einigermaßen voll und eigentlich die begehrtesten Plätze waren dann schon vergeben. Also sollte man da hinfahren, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil es ist ein schöner Strand. Dann auf jeden Fall früh morgens und denkt auf jeden Fall an Sonnenschutz. So, jetzt machen wir uns nochmal auf den Weg zurück, Sitonia Richtung Norden. Und da wollen wir dann nochmal zu diesem Crocodile Beach, wo wir die Tage schon mal waren. Da hat uns das auch sehr gut gefallen und da war es ja deutlich ruhiger.